Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der ES Exercises. In der heutigen Übung werden wir uns mit dem Thema Zickzacklinie beschäftigen. Und zwar geht es heute um eine Übung, die sozusagen eine Weiterführung aus dem Zickzacklinienbuch ist. Denn in diesem Buch finden Sie auf den letzten Seiten die Übung "Das Leben ist ein ständiges Auf und Ab". Und in dieser Übung geht es darum, wie Sie aus einem stehenden Zickzack in die Tiefe Hocke kommen und wieder zurück. Diese Übung ist die einzige Übung im Buch, die nicht bebildert ist. Das liegt daran, dass es eine relativ fortgeschrittene Übung ist, auch wenn es sich um ein natürliches Bewegungsmuster handelt und Sie sozusagen erst über die Anfängerschritte nach vorne geführt werden sollen und diese Übung erst angehen sollten, wenn Sie wirklich sich wohlfühlen in der Zickzacklinie. Um jetzt einen ersten visuellen Eindruck zu bekommen, wie diese Bewegung aussieht und dieses Bewegungsmuster, gibt es dieses Video. Gehen Sie also, wie gesagt, zuerst in das Buch. Dort erfahren Sie, warum die Zickzacklinie wichtig ist, warum das tiefe Hocken wichtig ist und wie das Ganze gemacht wird. Wenn Sie soweit sind, dann machen Sie sich an diese Übung. Wie immer, gehen Sie sie langsam an, bleiben Sie entspannt und haben Sie viel Spaß dabei. Nehmen Sie zunächst einen Stand ein, der etwas breiter ist als schulterbreit und beginnen Sie, wie Sie es aus der Zickzacklinie kennen, damit, dass Sie Ihren Bauch entspannen und Ihr Becken nach hinten gehen lassen. Wenn Sie ein tiefes Zickzack erreicht haben, dann lassen Sie jetzt Ihr Becken nach vorne schwingen und gehen in ein tiefes Hocken und lassen dabei auch den Kopf entspannt nach vorne gehen, sodass der Rücken lang ist. Gehen Sie wieder nach oben, indem Sie zuerst Ihr Becken steigen lassen und sich dann im Zickzack wieder aufrichten. Das Ganze nochmal, Bauch entspannt, Becken geht nach hinten, tiefe Zickzacklinie und dann die Hocke. Bitte beachten Sie, dass Sie im tiefsten Punkt, also in der Hocke, Ihren gesamten unteren Rücken und auch den Nacken lang machen, sodass Ihre gesamte Rückenlinie lang und gedehnt wird. Das Ganze wieder auf dem Weg nach oben, Zickzacklinie und Sie richten sich auf. Machen Sie diese Übung zuerst langsam und entspannt, bevor Sie dann nach und nach immer mehr Dynamik in die Bewegung einbauen und sie immer flüssiger und fließender machen. Wie immer, machen Sie diese Übung entspannt, langsam und vor allem haben Sie Spaß dabei.